Mit dem Erntefest in Aurich feiern die Landwirte aus der Region den Abschluss des Erntejahres. Durch den starken Regen dieses Jahr fiel die Ernte allerdings nicht so gut aus. Ja, in diesem Jahr, die Ernte war schwierig für die Landwirte. Fing eigentlich im letzten Jahr schon an, dass wir da sehr nasse Bedingungen hatten. Das war dann bei der Aussaat schon, führte zu Schwierigkeiten, dass das Getreide nicht ganz gut aufgelaufen ist. Dass in diesem Jahr auch noch vieles nachgelegt werden musste, was aber auch wieder Schwierigkeiten hatte, weil es in diesem Jahr auch sehr, sehr nass gewesen ist. Und dadurch hat das Getreide dann auch vermehrt Krankheitsdruck in diesem Jahr. Und auch die Erträge und die Qualitäten ließen beim Getreide dieses Jahr zu wünschen übrig. Beim Winterweizen fürs Land Niedersachsen kann man so sagen, so 6-7% weniger Erträge auf den landwirtschaftlichen Flächen, und vor allem auch durch diese starken Regenereignisse hat es doch zu vielen Ertragsverlusten geführt. Dagegen muss man aber sagen, der Grünlandaufwuchs war in diesem Jahr sehr gut. Wir hatten da sehr gute Erträge. Allerdings hatten wir Landwirte da auch sehr mit der Befahrbarkeit zu kämpfen. Es war eigentlich bei jedem Grünlandschnitt, den wir dieses Jahr machen konnten, hatten wir mit Problemen zu kämpfen, dass die Befahrbarkeit nicht gegeben war, dass doch einige Stellen stehen bleiben mussten, die nicht abgemäht werden konnten, oder dass wir eben mit Verdichtungen, mit Spuren zu kämpfen hatten. Trotzdem feierten die Landwirte in Aurich auf dem Marktplatz mit den Besuchern des Erntefestes. Die konnten viele regionale Produkte probieren. Bunte Herbstdeko oder selbstgebundene Kränze kaufen.